So, willkommen zurück zu Stalker Clear Sky. So, halte den Punkt, bis Hilfe kommt. Okay. Gut, wahrscheinlich müssen wir da so lange stehen bleiben, bis sie kommen. Nun, dann müssen wir wahrscheinlich schon noch mal hinspritzen. Stalker, was willst du? Abgegrenzter Bauernhof, Maschinenpark, Fischerdorf. Gute Frage, ey. Was nehmen wir denn jetzt hier? Ach, fuck. Ach, komm. Abgebrannter Bauernhof. Ich denke mal, das muss knapp davor sein. Naja, so fast da, ja. Scheiß Drecksfischer hier, ey. Ja, den haben wir schon durchsucht, sehr schön. Gut, dann würde man sagen, dann gehen wir da mal hin und warten halt mal, bis Hilfe kommt. Ich denke mal, da muss ja dann irgendwas passieren. Kann ja nicht sein, dass dann da keiner kommt, also das wäre ein bisschen unlogisch. Das Wetter verändert sich hier auch gleich wieder ein bisschen. Aber wo, wie lange soll ich hier warten, bis hier einer kommt? Meine, hier kommt nicht ein Arsch, ey. Oder kommt da einer? Warten wir mal, bis der daher, bis der hierher kommt. Mal gucken, was passiert. Weil ich stehe da, wo erhalte den Punkt, bis Hilfe kommt. Da kommt gerade einer gelatscht, aber der wird woanders lang rennen, wa? Oh Mann, ey, ist doch scheiße. Alles voller Muni, ey. Nur das nicht. Ach doch, guck mal da, da kommt doch einer doch zu uns. So. Jetzt müssen wir nur noch die Wege zu den Sümpfen unter unsere Kontrolle bringen. Nimm die Zugänge zu den Wegen in die Außenwelt ein. Okay. Er ist schon eine Weile her, wo ich mal jetzt hab. Es scheint so, als ob wir Besuch bekommen. Da war das ein doofes Schrot. Haltet Ausschau! Geile Schrot. Ah, da kommen die Bastarde, Alter. Ich werde mal eine schöne Nade schmeißen. Hier, fang, Alter. Oh, scheiß Nachladen. Der ist von einer von uns. Oh. Sehr schön, also einer noch. Oh, die Drecksäume schaffe ich, ey. Oh Mann, was mach ich denn? Komm später in der Basis vorbei. Wir werden uns irgendwie erkenntlich zeigen. Versprochen.
Sehr schön. Oh, ich verblute hier. Ja, ich denke mal, Schrotmission haben wir jetzt mal noch. Ich meine, 300 Schuss, ey. So, jetzt müssen wir wieder zurück und uns die Belohnung abzukassieren. 1500 Rubel und ein CS3A Körperschutz. Na, ich hörte dich doch mal richtig nice an. Und ich denke mal, wir haben jetzt gleich einen Ortskundigen. Und was willst du? Ich möchte gerne wieder zurück zur Clear Sky Basis. Dankeschön. Ich habe ja hier die super Collector Edition hier von dem Spiel. Schon bei der Airbox gekauft, da habe ich auch eine schöne Karte und kann ich mich jederzeit irritieren, wo ich hier hinlatschen muss. Und das Spiel werden wir auf jeden Fall mal schön saftig durchspielen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, also der Geschichte. Belohnung. Oh, warte mal, ey, jetzt muss ich mich erstmal rotieren. Ey, wo ist denn hier? Warte, ja, das ist oben. Ah, ne, ist er hier wieder. Okay, okay. Ich bin gleich da. Willst du handeln? Hast du etwas für mich? Pass auf dich auf. Mach ich, mach ich. So, da habe ich hier einen schönen Körperanzug. Du bist zurück. Willst du handeln? Schau doch mal vorbei, wenn du wieder mehr willst. Und den kann ich verkaufen und krieg dann dafür ein bisschen Kohle. Immer Ruhe für zwei Granaten. Wie viel Bin haben wir? 11, 8 Medikit. Ja, komm. Sehr schön. Speichern. Nimm die Zugänge zu den Wegen in die Außenwelt ein. Das muss ich erstmal überlegen. Auf jeden Fall schon erstmal da lang. Was brauchst du, Stocker? Ich brauche eigentlich erstmal gar nichts. Worauf wartest du? Also wahrscheinlich erstmal zum Bauernhof. Ich denke mal, das muss die Stadt dran sein. Naja, so fast. Gut, dann rennen wir da mal ganz kurz hin. Knarre ist okay. Upsala, Knarre verloren. So. Wo haben wir denn? Ich muss mal kurz in eine Streuung gucken, wie kann ich denn das wählen? Warte mal. Ah, N und O, warte mal, N. Okay, geht gar nicht. Belastend. Ja, die scheiß Drecksviecher hier. Komisch, weil ich hab hier so ein Echo-Detektor. Dieser Detektor für Anomalien, der über einen eingebauten Geigenzähler verfügt, gibt ein Alarmsignal aus, wenn man sich in einer Anomalie nähert. Eigentlich ein hübscher Teil, ey, aber ich muss erstmal gucken, wie ich das nachher wählen kann, ey. Ja, nicht so schlimm. So, hier wird die Rotzbuchte auch wieder voll sein. Taschenlampe mal ausmachen. Ja, doch. Ah, da ist in einer Anomalie in der hier ran. Boah.
Na ja, wo ist er? Boah. Na, komm her. Sehr schön, das habe ich. Na komm, zeig dich. Ah, selber schön. Die Sümpfe befinden sich jetzt unter unserer Kontrolle. Gute Arbeit, Männer. Ihr habt es geschafft. An alle Trupps. Geht in den wichtigen Positionen in Stellung. Danke, und wartet auf weitere Anweisungen. Du hast rausgerissen. Deine Belohnung wartet auf dich in der Basis. Ja, ich kann aber nicht jederzeit in der Basis rennen, ey, das geht nicht. Gehe mit den Ortskundigen zum Kordon. Hm. Ja, müssen wir uns ja wahrscheinlich die Scheißbelohnung abholen, ey. Wer ist der Ortskundige, er hier? Dann holen wir uns mal wieder die Belohnung ab. Geht ja nicht anders, weil wir brauchen ja das Zeug, sonst überleben wir hier nicht lange. Schwer sind unsere Taschen, ey, schon 32 Kilo, ey. Oh Mann. Ist schon viel, ey. Ein Besucher, willst du handeln? Medikitten, Verband und strahlungshemmende Mittel. Pass auf dich auf. Mach ich, danke schön. So, unsere Belohnung haben wir einkassiert. Stalker, was willst du? Kuda, ey, oh Mann, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Was haben wir jetzt da eingenommen, ey? Kann ich was für dich tun oder nicht? Ja, warte doch mal auf die Zeit. Südlicher Bauernhof, gehen wir mal dahin. Denke mal, das muss da sein, wo wir gerade herkommen. Genau. So, wo was gibt's doch? Da ist das er hier. Ich bin ganz ohr. Warte mal, bevor wir mit denen da ein bisschen labern, wollte ich hier mal runter gucken. Ach, ist nicht okay. Warte mal, da ist was auf der Karte. Ah, hier ist er, nimm mal gleich mit, sehr schön. Gut, dann würde man sagen, gehen wir auf den Kordon. Stalker, was willst du? Oh, muss ja Knarre verstecken. Was brauchst du? Zum Kordon. Hey, wohin soll ich dich führen? Zum Kordon. Los jetzt. Mann, vielen Dank, dass du unsere Jungs geholfen hast. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es ist, sicher durch die Sümpfe zu kommen. Jedenfalls so sicher, wie ist die Sümpfe am Rand der Zone erlauben. Wie auch immer, zurück an die Arbeit. Können wir gehen? Jupp. Diesmal können wir es ohne Augenbinde machen. Landest du im Treibsand, stirbt ist sich umso schöner, wenn du die Augen offen lässt. Oh, toll, witzig. War nur Spaß. Halt die Augen offen und versuche dir den Weg durch die Sümpfe zu merken. Nächstes Mal musst du es alleine schaffen. Okay. Erwischt. Mann, hat der lange gedauert. Ich habe seit einer Ewigkeit niemanden mehr aus den Sümpfen gesehen. Und du bist genau neben einem Armeeaußenposten gelandet. Ein Stalker kann nichts anderes von der Armee erwarten als eine Kugel. Also wäre ich an deiner Stelle sehr vorsichtig. Ja, fängt auch schon mal gut an hier. Rede mit Sido Rodovic. Ja, machen wir.
frage Sinorovic nach dem Stalker, der an der seltsamen Komponenten interessiert war. Das ist der einzige Hinweis, den Clear Sky darüber hat, warum die Zone von Emissionen heimgesucht wird. Ja, dann machen wir hier mal spritzig zu Ende und machen auf jeden Fall in der nächsten spritzigen Runde weiter. Also haut da rein, bis dann.